Willkommen zum nächsten Video der Serie Nationalmannschaften im Jahr 2020. Diesmal mit Holland, wie man schon an der Flagge erkennen kann. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Der erste Fakt zu Holland ist, dass sie leider bei der EM in diesem Jahr nicht dabei sind in Frankreich. Sie haben es einfach nicht geschafft. Das ist auf jeden Fall schade, da sie ja einige geile Spieler haben. Der aktuelle Trainer von Holland ist Danny Blind. Der Co-Trainer ist übrigens Marco van Basten. Ich denke, den kennen einige. Die Heimspiele trägt Holland in der Amsterdam Arena aus. Sie fasst 51.300 Zuschauer und ist auch in FIFA 16 vorhanden. Wie man im Hintergrund sieht, und es ist ein wirklich sehr, sehr geiles Stadion. Da will ich auf jeden Fall mal hin. Der Rekordtorschütze von Holland ist Robin van Persie. Er schafft es auf ganze 50 Tore. Der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist Arjen Robben. Er hat einen Marktwert von 28 Millionen. Depay ist ihm aber dicht im Nacken. Er hat einen Marktwert von 25 Millionen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in FIFA 16, schauen uns das Team im Jahr 2020 an. Und da sind wir in FIFA angekommen und schauen uns jetzt die Nationalmannschaft von Holland im Jahr 2020 an. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Mannschaft, hat sich auch krass was getan an den Entwicklungen. Und das schauen wir uns jetzt eben an. Im Tor Jasper, 30 Jahre alt, auf einer 85, was ziemlich stark ist. Seine Form ist gerade schlecht, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich glaube, der fängt mit der 82 an oder so. Auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Dann der Ersatztorwart Dan Stecklenburg, der war auch mal ein richtig guter Torwart, ist jetzt schon inzwischen 37 Jahre alt. Dann Janmaat, 30 auf einer 80, hat auch gute Werte. Tite, 24 auf einer 81, das große Talent von Ajax. Sehr gute Werte, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Sehr gute Werte, sogar Stärke 82 als Rechtsverteidiger ist immer gut. Blind, 29 auf einer 82, kann Innenverteidiger, kann ZDM, hat auch sehr gute Werte. Feldmann, 27 auf einer 80, auch gute Talent, hat sich nicht so krass entwickelt, muss man sagen. Da kommt eigentlich immer mehr, aber irgendwie diesmal hat es sich nicht so entwickelt. Riedewald, 23 auf einer 83, auch ein Riesentalent, kann auch ZDM, ein ganz großes Talent, kann sogar noch Linksverteidiger, also den muss man auf jeden Fall in FIFA holen, aber den habt ihr wahrscheinlich eh schon alle gespielt. Bruma, 28 auf einer 78, der war mal beim HSV, kennen wahrscheinlich auch die nächste. Er hier, 28 Jahre auf einer 83, mit auch sehr guten Werten, unter anderem 92 Stärke. Dann der Linksverteidiger, 31 Jahre alt, inzwischen auch auf einer 76, geht jetzt schon langsam dem Ende entgegen. Die X, 26 auf einer 77, auch sehr gute Werte eigentlich. Also da haben wir sehr gute Außenverteidiger, die Nationalmannschaft von Holland. Kongolo, 25 auf einer 82, auch sehr gute Werte. Der ist auch ein richtig cooler Spieler. Der kann Linksverteidiger, der kann Innenverteidiger. Das sind auf jeden Fall sehr gute Werte. Dann er hier noch, 28 hat auf einer 79, guter ZDM auf jeden Fall. Dann natürlich Arjen Robben, ist natürlich auch in der Nationalmannschaft vertreten. 35 Jahre alt auf einer 89. Ja, der fängt ja mit einer 90 oder 89 sogar an. Ich weiß gar nicht, nach dem jüngsten Update glaube ich sogar mit einer 89 fängt er an. War zwischenzeitlich mal auf einer 91, aber... Ja, Robben kennt jeder, aber der geht halt jetzt auch schon dem Ende entgegen mit 35 Jahren, aber ist natürlich trotzdem richtig krass, ist halt Arjen Robben. Dann er hier 29 Jahre auf einer 79, kann ich nicht so viel zu sagen, außer dass er relativ gute Werte bei Technik hat, also das Efe mit 90, Fernschüsse 84, 86 lange Pässe, sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus, Füße sieht halt ein bisschen schlecht aus. Wijnaldum 29 Jahre auf einer starken 84, sehr geiler Spieler, sehr gutes Dribbling. Schnelligkeit passt, ein sehr guter Spieler. Dann Ehe Klaassen, 26 auf einer 82, auch mit sehr guten Werten, auch ein riesen Spielertalent, ist glaube ich, spielt auch bei Ajax glaube ich, weiß gar nicht, aber müsste schon so sein. Wesley Sneijder natürlich, spielt bei Galatasaray, 35 Grad auf einer 84, ich liebe diesen Spieler in FIFA, richtig geile Longshots und einfach ein richtig geiler Spieler. Promes, 28 auf einer 87, richtig krasser Spieler, richtig krasser Spieler auf jeden Fall. Also die Flügel hier mit Depay und ihm hier ist so heftig, mit Robben auch noch sehr, gebt euch die Werte von dem. 94 Ballkontrolle, 94 Dribbling, extrem schnell, Stärke mit 60 passt. Extrem krasser Spieler, 83 Abschluss, 85 Schusskraft, kurzer Pass 88, also der ist schon fast ein perfekter Flügelspieler eigentlich. 4 Sterne Skills, hätte der noch 5 Sterne, da wäre der wirklich übermenschlich. Sehr krasse Wert. Robben van Persie, Spieler von der Barca, ist aber immer noch in der Nationalmannschaft, ist aber inzwischen so 36 Jahre alt und auf einer 81, aber hat natürlich einen klasse Schuss. Kennt man Bastos, 30 Jahre alt, kennt man auch auf einer 81, ist nicht so schlecht, klar, Physiswerte, er ist langsam und so, aber Stärke ist gut, Abschluss ist gut, Kopfball ist gut, also er ist halt ein richtiger Stoßstürmer. Huntelaar inzwischen so 36 auf eine 78 nur noch. Ja, kann man nicht so viel zu sagen. Geht halt jetzt schon komplett dem Ende entgegen. Aber ist auch immer noch in der Nationalmannschaft vertreten. Zivkovic 23 auf einer 77. Ja,
Riesentalent in echt in FIFA und der entwickelt sich eigentlich immer krass und ist auch in der Nationalmannschaft auf jeden Fall vertreten. Er hier 26 auf einer 78, auch ein sehr, sehr guter Mann auf jeden Fall, hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Werte bei Schuss. Luke de Jong kennt man auch, war ja mal bei Gladbach, oder? Ich glaube schon 29 hat auf einer 83. Das sind auch wirklich gute Werte. Also Holland hat wirklich so ein paar Stoßstürmer hier mit Luke de Jong, Hüntela, Bastos. Das sind wirklich schon solche Kanten. Und Luke de Jong hat auch einen klasse Koffer mit 96 Kofferpräzision, 89 Schusskraft, 86 Abschluss. Das sind sehr, sehr gute Werte. Und dann natürlich die Pai 25 hat auf einer 85. Ist natürlich auch in der Nationalmannschaft am Start. Richtig geile Werte, einfach richtig geiler Spieler. 77 Stärke dazu als Außenflügelstürmer. Das ist sehr, sehr gut. Richtig, richtig geiler Spieler. Und das ist die holländische Nationalmannschaft im Jahr 2020. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und schreibt in die Kommentare, was ihr für eine Nationalmannschaft euch wünscht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein und ciao.